Leistungsbahn, die über die Ostbahnallee war gegen Rundeffekt. Ja. Ich wiederhole nochmal eine zusätzliche Umleitung aufgrund des Marathons. Da wird der Theaterplatz gesperrt. Da kommt jetzt die Umleitung bis 30.30 Uhr etwa zwischen dem Ostplatz und der anderen Leipziger Straße über die Ostbahnallee. Marienbrücke in eine Richtung. Du bist trotzdem drauf. Geworden ist, das ist das nur genauso.
Aber wenn du dann siehst, dass du einen Kaufmann hast, super, ja, sagen können, dass da halt auch das Team auch einfach so lösen, dann geht's aus. Das war schon mal ein bisschen. Ja, das war schon mal ein bisschen. Zweig nach Heller auf. Nee, da steht aber keine Dreier. Da brauchst du vor, ja. Da fährt der Heller auf. Geil. Und dann hat es dort noch frisch
frisch geschifft gehabt. Aber Azi ist ja. Jo. Hat das frisch geschifft gehabt und ist da dann wieder dann nur mit Sand gefahren. Das war. Was bist du denn mit Sand oder normal Tierhistorisch? Wir sind. Die haben ja bis 19.
Der musste absaugen. Der hat Schade. Der hat. Ob sie es realisieren können, unterliegen, hatten sie immer gesagt. Aber die haben ja schon mal einen Grund gelegt. Was das ist ja immer Natschka typisch, ey. Also da wurde er betrachtet. Ruhebelästigung, Mensch. Hi, Freund. So, für euch ist hier nie eingestiegen, mein Herr. Vorne Schnauze, trotzdem nicht rechts. Ja, ich bin noch ein Altfalsch. Da braucht man einen Falschen. Ja, hier. Ich weiß nicht, aber ist das? Zur Information, bitte? Wenn wir jetzt durch den Betriebshof fahren, alle Fahrzeuge dürfen fotografiert werden, außer die neue Straßenbahn, die 2901-2 die nicht fotografiert wird. Fahrzeug ist nicht im öffentlichen Verkehrsraum. Wenn sie draußen fährt, als Fahrschule oder Testfahrt, ist sie im Da ich früh um 10 Uhr noch keine Zeit hatte, habe ich dann gedacht, Obacht, aber mir geht es.
Ich melde mich freiwillig. Dann machst du. Hat Weiche falsch gestellt? Nee, die hat es nie gesprungen. Das geht nur bei Einheimischen, die Weiche. Nee, das stimmt nicht. Bei mir geht sie nämlich auch. Einfacher. Was? Weiche geht nicht? Langsam an den Steuerschlitten ran. Knöppel gedrückt und dann mal kurz das Vorpedal gedämmt. Die Weiche kommt immer. Da will nicht. Weißt du, das letzte Mal war. Habt ihr auch schon bis vorbei gewesen? Habt ihr einen Vorschlitz dabei? Musst du aufschließen, unten Tor, Schlüssel, Endpunktschlüssel am Max. Jetzt geht's auf gut. Da hat aber jetzt der Fürtner reagiert. Konstantin. Das kann bloß der Fürtner öffnen. Ja, Mensch, dort kommt mein Kollege angelatscht. Straßburger Platz zum Beispiel. Also, kommt er pünktlich? Vier Minuten vor der Zeit. Ja, passt doch. Wir müssen aber umgezogen auf Vorbeit erscheinen. Nicht so wie er da. War die Zeit lang etwas tiefer gelegt. Und wenn es richtig geschüttet hat, dann stand doch praktisch immer Wasser über der Weiche. Du hast nichts in der Weiche gesehen. Aber es hat schön gespritzt. Du hast immer gewartet, bis die Fußgänger grün hatten und auf der Weiche war. Oh, du bist ja böse. Und dann noch auf der Rechts sehen Sie meine Arbeitsstelle. Ach so. Bremsprüfungsgleis. Ja, ab geht's. Sprung und dann voll in der Eich. Man darf aber nur verkehrt rum drüber fahren, weil es von der anderen Seite alles vermessen ist. Das ist schön, die 247 drin. Wir bleiben gleich draußen. Lass uns kurz in der Halle fahren. Das ist nur 47. Aber auf der anderen Seite ist es ja, weil die Sonne die Schattenseite, ja, genau. Das ist hier das Jetzt fällt in der Hand. Zwangsbremsung! Nee. Gefahr! Nee, das kann man nicht machen. Ja, aber da vorne können wir schnell, gut, einem Übergang können wir kurz heilen. Können wir den hinstellen, die Wagen, oder? Aber ich will den raussteigen und drücken. Nee, ist gestellt. Oder nehmen wir den Nachhinein. Wir leisten mit Informationen an die Fahrtpersonen bei Linien 4 und 3. Die Augustusbrücke ist zum Zug von wieder bei einer Richtung freigegeben. Sie werden bei der Fahrt mit dem Fahrtwerk über der Autoplatz der Augustusbrücke aus. So, jetzt machen wir schöne Fotos. Ja. Gut. Und dann ist er bloß noch Schrott. Nee. Ja, der wird wohl arbeitslos sein. Du bist jetzt mal mit Stelle 1 raus. Das ist verrückt. Da ging wieder Material. Tschüss, Leute. Ja, sehr gut. Einsteigen bitte!
Renn. Ja. Sehr schön. Ach, wieder mal die letzten, ja. Das Spiegelbild ist an. Ja, ja. Aber ohne Leute. Wir kommen jetzt von Gubitz runtergefahren, ne? Garantiert. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Steht der gesamte Verkehr, du bist im Ofen.
die an Unfälle vorbei müssen und dann an die Unfälle vorbeischleichen müssen, weil sie gucken müssen, was los ist, und damit zu 2 Kilometer lange Straße mit Unfälle verursachen. Die haben gefressen, die Hunde. So hat die Flak oben drauf, bei sie muss man die Salbe von der Hütte schießen. Du weißt, wie sie fahren. Ins Ohr kommt. Das ist aber nur Hatte man zwei Knöpfe, die ich mir direkt hatte? Ja. Jetzt sind aber das Neue, dass die Wie gesagt, weil man, früher konnte man mit den Signalen noch einen Schindluder treiben. Das geht nicht mehr. Das geht nur. Ja, da haben die direkt drauf angedrückt. Siehe, Stammhofer Platz geht noch. Rechts rum. Das ist unser neuer Hebel. Die Linie 68. Der ist rein elektrisch. Es gibt keinen Dieselmotor. Da gibt es keinen Dieselmotor. Ist ja auch schon geboren, ne? Ja. Und? Aber wie die Mercedes-Fahrer ist so schön. Komm, der Mercedes-Fahrer aus Meißen hat eigentlich schon gut Eleganz und fährt den Bus genau ins Gleichgewicht. Der kleinsten Ecke mit dem Radlein. Oh nein! Und rutscht aber mit seinem Auto ab, bis hinter die Kreuzung. Wie blöde muss man sein. Das Problem ist, der Verkehrsbetriebe kann an den Bus nicht machen, weil der neu ist für Mercedes. Das heißt, der muss spät jetzt abschieben. Ja, aber sind eigentlich auch geplant, die Reigerstraße DX-tauglich zu machen? Irgendwann? Ja, irgendwann. Da muss ja auch alles neu gemacht werden. Ja, kommt vorher halt durch. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir nur in August halten, oder? Oder auf der Brücke? Ja. Augustusbrücke Kurve oder auf der Brücke? Was meinst du? Vor der Brücke. Guschen für Menschen. Hier, Hallo! Trotzdem beeilen. Ja. Ja.
bleib jetzt mal drin. Schön, dass irgendwas mit der Höfkirche passt. Oh, bei 10 Minuten. 7. Und? Gegenlicht hat man uns in der Schellen. Ja, Henrich war schon. Ja, ja, das ist hier von der Treppe. So, hier? Ja. Wer reicht? Ja, ja. Das ist mir jetzt zu peinlich. Der schläft.
Ich habe hier
Zürich gefreut und auf seine Frau. Das ist aber 26. Ah, die Autos sind unterwegs. Bis zur 1780 auf jeden Fall. Wir haben es ja schon verlängert. Der Paul. Jetzt 18 Minuten Verspätung. Genau. Ich fahr's wieder ganz heiß. Wie immer. Startplatz. Da hätte er doch jetzt was gesagt, oder? Hm? Wenn wir zu spät, wenn es schlimm gewesen wäre oder was, oder? Ja, okay. Die ist ja heute nicht weiter verplant. Also. Wir werden sehen, was kommt. Okay. Aber wenn kann ich es immer damit begründen, dass wir wegen der Demo ja umbleiben. Ja, genau. Genau. Wegen der Demo. Oh ja, hier hast du die ausgemustert. Ja. 266 hatten wir auch schon zur Sonderfahrt. Wir fallen die Vorderwelt, das war der Schlendra-Wagen aus. Sieht schon cool aus. Oh, ah, die sieht mitleidenswert aus. Sehr schwierig, wenn aus dem Mann die Frage war. Müssen wir rüberstellen? Ja, und hinter mir wieder auf Krage, bitte. Ja.